Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 5. Ich hoffe, euch gefällt der neue Plan so ein bisschen irgendwie. Ich spiele als Miner, Sniper, Accurate, Engineer, Handy, Huntress. Spielen wir doch eine Runde als die Huntress. Strafe, Laserglaive, Blink, Clusterbomb. Okay, Play. Timer läuft auch. Das ist das. Das ist Blink. Das ist das und das ist das. Okay, kapisch. Blink. Hop. Bam. Okay. Gefällt mir bis jetzt recht gut. Pium. Okay, dann beginnen wir mal mit der Suche nach dem Teleporter und Truhen. Ups. Der da? Nein, auch nicht. Aber der da. Da ist schon unser... Ups. Teleporter. An... aktivieren. Und schießen und laufen. Wandering Vagrant. 50er Truhe. Truhe ist, Critical Hit Seal You. Okay, cool. So. Gleich noch eine 50er Truhe und ein Imp Shrine. Ups. Scheint ja bis jetzt ein sehr gutes Level itemtechnisch zu sein. Ups. Blink, den da rein und den da rein. Ja, so wie es aussieht, muss ich hier eigentlich nur ein bisschen kiten, mehr ist das nicht. Und wir bekommen Smart Shopper. Enemies droppen mehr Geld. Like. So, wir sind hoch auf 79, das heißt, wir holen uns mal da drüben die Loop. Truhe. Und den Impfschrein und bla und Kram. Truhe ist Bustling Fungus. Nach 2 Sekunden stillstehen, ploppen da so komische Pilze auf, die uns heilen. Und Rusty Jetpack. Wir können höher springen. Ja. Also, ich muss wirklich zugeben, sehr, sehr cooler Charakter. Crowbar. Monster mit viel Health bekommen extra Schaden. Und Snowglobe. Snowglobe friert nach Benutzen zufällig Gegner ein. Und zwar für 8 Sekunden. Also für die Dauer von 8 Sekunden. Und Blink. Blink. Haha. Cool. Und zack. So, den Container schnappen wir uns noch. Sorry. Die Truhe? Oh, fail. Lensmaker's Glasses. Chance, doppelten Damage auszuteilen. Wir haben schon 200 Mäuse und sind erst knappe 3 Minuten auf dem Floor. Auf dem Level. Sorry, ich bin noch im Binding of Isaac Modus. So, hervorragend. Es bleibt noch ein Gegner übrig. Mit dem verbleibenden Geld können wir uns so ziemlich alles kaufen, was wir wollen. Ich peile jetzt noch da oben, ob da noch irgendwas ist. Wir haben noch keine Schreine gesehen. 25er Truhe, schön. Bis jetzt keine schlechten Items. Fire Shield, wir vergelten schweren Schaden. Also, wenn uns jemand schweren Schaden zufügt, bekommt der Gegner schweren Schaden zurück. Oder zumindest teilweise. Und hier rechts ist... nichts, würde ich denken. Ja. War irgendwie fast klar. Piu! Blink ist sehr cool. Psch.
Schoink. So. Den Imp-Schrein hatten wir zerstört. Ja, der ist durch. Dann kann ich von hier aus treffen. Scheint so, als ist er der Gegner Viech Fuzzi. Fail. Drohne. Drohne ist gut. Scheint so, als ist das Gegner Viechelchen unter mir von der Höhe her. Sieht aus wie eine Heal-Drohne. Ja. Wollen wir mitnehmen. Und aus Prinzip holen wir uns hier drüben noch den Container. Und jetzt gehen wir schon wieder zurück. Spring, spring und spring und joink. Und das war das. Und ab ins nächste Level. So, Damp Caverns. Erster Punkt auf der Tagesordnung. In Ärsche treten. Ich meine, nach dem Teleporter suchen. Prüfen wir doch zuerst mal hier oben. Da ist nichts. Dann checken wir jetzt als nächstes da links. Sehr cool, dass wir noch während Very Easy ins nächste Level gekommen sind. Das heißt, Truhen sind hier noch recht billig. Weil ich es kann. Ups. Mache ich dich jetzt auch noch schnell platt. Ich will nämlich die Kohle. Oh, der ging ja voll daneben. Und der Gegner hat getroffen. Ich bin enttäuscht von mir. So. So wie es ausschaut, hier oben noch kein Teleporter. Aber ich habe schon die erste Truhe gesichtet. Also gehen wir doch mal hin. Wir sind jetzt das erste Mal in die nächsthöhere Schwierigkeit gerutscht. Ja, hopp. Und na. Hervorragend. Das klappt auch. Nochmal einmal Lensmakers Glasses. Was ist das denn für eine Drohne? Einfach nur eine Drohne. Okay. Ja. Dann legen wir dich mal und gucken mal, ob wir uns die Drohne jetzt leisten können. Ja. Ah, du bist so eine schwere Angriffsdrohne. Eine leichte Angriffsdrohne, meine ich. Oh. Ich vermute mal, der Teleporter ist in dieser Standard-Location unten rechts. Hier unten bis jetzt noch keine Truhen. Interessanterweise. Oder Container. Nochmal Blink bitte. Nein. Ha. Blink gefällt mir. Ja. Ist der Teleporter hier in der Mitte? Nein, aber ein Health-Schrein für 52 HP. Na, da lasse ich mich doch nicht lange lumpen. Oh, das wäre das. Dann gehen wir doch mal zum Health-Schrein. Nichts. 56 Leaf Clover. Elite-Mobs haben die Möglichkeit, Items zu droppen. Und Leeching Seed. Wenn wir Gegnern schaden, werden wir geheilt. Das gefällt mir. So. Das wäre das. So, dann weiter auf die Teleportersuche. Ich spare mir den Snow Globe für den Boss auf. Ich hoffe, ich kann den Boss einfrieren. Am liebsten würde ich jetzt gerne Wisp bekämpfen, also Ancient Wisp. Ja, Teleporter in der Standard-Location. Einmal und zweimal. Magma Worm, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Dann gehe ich dabei mal darüber und hole mir gleich die 139er Truhe.
die da beinhaltet, noch einen Smart Shopper. Also jetzt habe ich gleich mehr Geld, als ich ausgeben kann. Oh, wo bleibt unser Boss? Und oh, das war die Drohne. Dann chillen wir doch mal kurz hier drüben so ein bisschen. Lala. Das war das. Läuft bis jetzt doch gar nicht so verkehrt. Jetzt prügeln wir dann nochmal den komischen Bombenschuss da rein. Und blinken hier durch. Und kiten ein wenig. So. Jetzt haben wir auch gleich den Magma-Worm erledigt. Ja, das war der Magma-Worm. Interessantes Boss-Drop-Item. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Hopp. Na. Auf jeden Fall werden wir dafür belohnt, wenn wir Gegner schädigen. Ja, haben wir schnell das Glaive reingehauen. Ja. Na. Ja, geht doch. Ja, das nochmal. Waren das jetzt alle? Da ist noch einer. Und? Den da. Den da und das war's. So, jetzt bleiben noch 5 Gegner, die oben rechts irgendwo rumschwirren. Aber ich gehe erstmal nach Truhen checken. Hier haben wir doch schon mal was. 70. Ah, Soldier Syringe, hervorragend. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Das komische Geräusch, was ihr gerade gehört habt, war übrigens ich, wie ich mein Handy umgedreht habe, damit ich nicht dauernd vom Blinken abgelenkt werde. Das war ein Health-Schrein, leider, leider. Den hätte ich auch noch besuchen können. Aber ansonsten ist dort nichts mehr. So, peilen wir mal hier links. Blinken. Und blinken. Ploink. Sarmorang. Interessant, interessant. 99er Truhe ist Infusion. Massives Like. Ich nehme den Sarmorang mit. Sorry Leute, auch wenn ihr es nicht sehen wollt, noch ein Leeching Seed und einmal Mysterious Vial. Leeching Seed healt uns, wenn wir Damage austeilen, und Mysterious Vial erhöht unsere passive Health Regeneration. Bevor ich den anderen Schrein jetzt nochmal spiele, checke ich hier nach Truhen. Ja. Und zwar zurecht, da ist schon mal eine 70er, ich hoffe ja noch auf eine etwas teurere. Ja. Wir bekommen First Aid Kit. Kurz nachdem wir Schaden genommen haben, bekommen wir ein paar HP wiederhergestellt. Noch ein kaputter Health-Schrein. Und jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt. Also, kommen wir nur zurück. Loink. Spielen wir dich nochmal. Kriegen wir was? Nee, nur Erfahrungspunkte. Blink. Ha. Cool. Huntress, sehr cooler Charakter. Gefällt mir sehr. Und wir müssen jetzt einen kleinen Umweg machen. So. Unsere Health Drone macht auch sehr gute Arbeit.
Allerdings sind jetzt schon wieder die ersten 11 Minuten fast rum. Das heißt, wir sind jetzt schon in der Medium-Schwierigkeit. Jetzt dauert es auch nicht mehr lange, bis wir in der Hard-Schwierigkeit sind. So, alle unsere restlichen Gegner scheinen sich hier in dieser Mittelebene zu befinden, wo wir den Health-Schrein gespielt haben. Kicken wir mal. Yep. Scheine recht zu haben. Aus Spaß an der Freude einfach mal den Summering reingefeuert. Da oben schwirrt noch ein Imp rum. Hallo Imp. Komm runter hier. Ja. Sehr schön. Wir haben unsere HP erhöht. Und einen der letzten Gegner ausgeschaltet. Jetzt der langweilige Weg weiter nach rechts. Dann dürften die letzten zwei Gegner vermutlich die zwei Pilze sein, die ich vorhin ignorierte. Ja, einmal. Noch einmal. Da ist einer von den beiden. Hopp. Und da ist der andere. Das ist ja kein allzu großer Akt. Das wär's dann auch schon wieder. Und abwärts. Alles an Items eingesackt. Bis jetzt eine nette Ausstattung. Auf ins nächste Level. Sunken Tombs. Ist okay. Gehen wir direkt mal rechts nach dem Teleporter checken. Wenn wir Glück haben, ist Akrid auch noch da. Teleporter da oben? Nein. Also blinken wir mal nach rechts. Truhe für 273. Truhe für 112. Und ein Container. Ist der Teleporter eventuell da oben? Sieht nicht danach aus. Nö, kein Teleporter. Ach nee. Wäre eine nette Idee, den Broken Mirror zu nehmen, aber Also, weiter im Kontext. Ein Schluck Kaffee trinken, während ich laufe. Absolutes Grundnahrungsmittel bei mir, habt ihr inzwischen bestimmt schon mitbekommen. Plank. Ein Whirl. Vielleicht können wir das Whirl, die Whirls ja hier reinlocken. Ups. Na, ich glaube, das wird in diesem Run nichts mehr mit Ertrinke 20 oder Ersäufe 20 Whirls. Schon gar nicht, wenn ich immer daneben schieße. Das wäre das. Bekommen wir von der Elite-Variante jetzt noch? Ne, bekommen wir nicht. Aber wir bekommen Geld. Geld ist immer gut. Geld ist extrem wichtig. Denn wir wollen ja auch weiterhin wirklich, wirklich gute Items. Vorausgesetzt, wir finden dergleichen. Da haben wir einen Schrein und da oben ist auch schon unser Teleporter. Sehr schön. Spielen wir hier mal. Gasoline, sehr gut. Lensmaker's Glasses, immer noch sehr gut. Lensmaker's Glasses stecken in der Hinsicht, wir bekommen konsekutive Chancen, dass wir doppelten Damage tun. Und noch ein Gasolin. Cool. So, dann würde ich sagen, wir beginnen damit, dass wir den Boss spawnen. Dann will ich diese Laserdrohne unbedingt. Und dann checken wir auch gleich nochmal, ob Akrid nicht da ist. So, schauen wir doch mal, wer unser Boss ist. Ah, Imp Overlord, okay. Das wäre das dann soweit. Mal den Claimern hier ausweichen. Immer mal wieder das Cleaver in die Gleichung mit reinbringen. Hallo Whirl. Kein Akrid. No. Oh, Cleaver. Und dieses andere Ding, was so gut funktioniert.
Da oben sind zwei von diesen verdammten Champion-Versionen von... Hui. Von Sandcrabs. Gut, dann fangen wir jetzt mal aktiv an zu kiten hier. Und immer schön dran denken, für jeden gekillten Gegner bekommen wir Max HP dazu. So, jetzt haben wir den Imp Overlord gleich geschafft. So, Summerang reingefeuert. Wir bekommen für den Boss einen Leeching Seed. So. Jetzt können wir hier nicht mehr viel machen, außer wildes Rumspringen. Nochmal den Cleaver. Und nochmal dieses andere Ding. So. Die letzte Sandcrab hätten wir jetzt auch gekillt. Jetzt sind noch wieder drüben übrig. Cleaver bitte. Das andere Teil. So, hervorragend. Oh Gott, ich liebe die Huntress. Das ist ja ein äußerst geiler Charakter. So, das, das. Die Zeit ist auch fast abgelaufen. So, filmen wir noch schnell den Whirl. 18 Gegner verbleibend. Sind ja doch noch ein paar mehr, als ich gedacht hatte. Ach ja, die Penner da. So. Dann hauen wir da doch einfach mal alles rein, was wir haben. Und das und das. Ja, jetzt ist die Sache auch fast gegessen. Wir haben fast 1500. Hey. Ist ja richtig hardcore. So, das und das. Jetzt können wir uns unsere beiden Drohnen kaufen. Da unten ist eine ganze Barrage von Claimen. Ich will noch die Laserdrohne. So, ist noch der da. So, der letzte da drüben. Hier oben haben wir dann soweit alles gekauft. So, und der vorletzte. Gehen wir jetzt mal hier runter und sacken mal Truhen ein. Bin ja mal sehr gespannt, was uns da itemtechnisch erwartet. Wenn ich mich recht erinnere, war hier drüben eine. Ja. Einmal die. Monster's Tooth. Wenn wir Gegner killen, werden wir geheilt. Und... Kloink. Wir bekommen... Tether oder Plasma Chain. Wir können uns sozusagen mit einem Gegner verknüpfen und der bekommt dann permanent Damage dafür. Also solange wir verknüpft sind jedenfalls. Auch ein sehr solides Item. So, das war der letzte Whirl. Und wir machen uns auf den Weg zum Teleporter. Mop. Und taktischer Blink. Ja, gefällt mir sehr gut, die Huntress. Wenn die jetzt noch piercende Schüsse hätte, das wäre richtig cool. Gut, entweder piercende Schüsse oder stärkerer Knockback, so Boxing-Glove-mäßig. Brilliant Behemoth wäre jetzt natürlich auch ein sehr cooles Item. Aber dass wir das kriegen, da habe ich keine hohe Hoffnung. Oh. Was jetzt natürlich auch sehr stark wäre, wenn wir zu Boar Beach kommen könnten. Sollte das aber soweit... Sollte das aber... ich werde das erst erklären, sollte das soweit kommen. Hive Cluster. Okay, vergesst es. Ist das nicht der Bloated Survivor hier drüben? Ja, ist das... Das war das. Ich will da gar nicht hochkraxeln. Ups. Zwei Parents. Und das ist so schön, machen wir jetzt auch gleich nochmal den Summerang damit rein.
Und Fetch ist die ganze Geschichte. So, prüfen wir erstmal hier unten auf dem Teleporter. Ich glaube zwar nicht, dass der hier ist, aber lieber sicher gehen. Außerdem sind ja hier unten eventuell noch Truhen. Oh, Tatsache, der Teleporter ist hier unten. Hey, haha. Eventuell sind hier ja allerdings noch Truhen und Items zu holen. Ich hätte gerne den Golem, den Stone Golem, wenn möglich. Schon wieder ein Imp. Okay. Wenn du meinst. Ja. Das hat uns unsere Healing Drone gekostet. Das finde ich jetzt nicht so supi. Aber wir können jetzt ja gleich wieder den Sommering da reinfeuern. Das wiederum finde ich supi. Sommering. Vorrang. Lieber hinterher. Oh. Das waren die alle. Und wir sind momentan so ziemlich unkaputtbar durch unsere ganzen Heal-Items. So. Nochmal das. Weil wir ja so ziemlich für alles geheilt werden. Außerdem behaltet auch im Hinterkopf, für jeden Kill bekommen wir mehr Max-Health. So. Das war das. Die weiße Linie, die ihr da seht, das ist Plasma Chain. Oh, nochmal das da reingebracht. Und das. Oh. Ja. Jetzt kümmern wir uns hier drüben noch um die Spitter. Ich hasse Spitter. So. Ja, die Parents mal mit in die Gleichung einbezogen. Das? Ja, verdammt. Wo kommen die denn alle her? Achso, die Spawnzeit ist noch nicht abgelaufen. Achso. So, hier kann mich, glaube ich, nichts treffen. Nein, das kann mich hier nichts treffen. Schnell den Slime platt machen. Ein paar Minuten später. So, das wird das. Das wird das. Jetzt haben wir schon wieder einen Haufen Kohle. Ein Gegner verbleibend. Ich habe unsere Drohne, unsere Heal-Drohne zurückgekauft. Hier links war nichts. Gut. Dann gehen wir jetzt mal nach oben und holen Items. Aber erst sollten wir vielleicht noch den anderen Gegner da killen. Können wir den von hier aus treffen? Nee. Hallo, Spitter. Ciao, Spitter. Ein Problem weniger. Jetzt sind alle Gegner hinüber. Wir hatten zwar keine Möglichkeit, die Health-Shrines zu besuchen. Aber dafür müssen wir uns jetzt nicht mehr mit Gegnern rumschlagen, während wir den Rest vom Level erkunden. So, kicken wir mal. Ich werde mich jetzt von oben nach unten arbeiten. Na los, kletter da hoch. Und wir beginnen mit nichts. Bisschen Platforming, da unten ist ein Schrein. Zur Not kann man den auch spielen. Hier oben sind nur zwei Container. Einmal. Und zweimal. Schauen wir doch mal, ob es hier links was Nettes gibt. Ah, fuck. Ja, da gibt's was Nettes. Hier gibt's sogar zwei von den netten Sachen. Roulettes. Für 500 rund. Boxing Glove. Wollte ich nicht haben. Ich war auf die Soldier Syringe scharf, aber ne. Ich beschwere mich nicht.
Da ist noch eine Truhe. Deadman's Foot. Ich hab's kommen sehen. Das für mich unnützeste Item, das es gibt, abgesehen vielleicht von Timekeeper's Secret. Noch eine Infusion. Das heißt, wir bekommen jetzt pro Kill 1,5 Health. Die erste Infusion zählt für ein ganzes Leben, also für einen ganzen Punkt, danach jede Infusion für einen halben. Das heißt also, wir kriegen pro Kill 1,5 Leben, beziehungsweise für den ersten Kill bekommen wir 1, für den zweiten Kill bekommen wir 2, für den dritten wieder 1. Das wechselt sich ab, oder es spart sich die halben auf. So. Sollten wir jetzt noch ein drittes Infusion bekommen allerdings, dann bekommen wir jedes Mal 2 Health. Oh, bis jetzt tote Hose, kein Teleporter, paar Item-Möglichkeiten. Oh, ich sollte mich gar nicht erst groß darauf konzentrieren, sondern vielleicht erstmal den Teleporter. Health-Schrein für 50% Health. Okay, do it. Unser Heal löst so ziemlich alles. 65% sollte hinkommen. Schon wieder nichts. Oh, hier kann ich nicht viel tun. Außer vielleicht warten. Wir haben jetzt einen Teleport-Tapper drin, schön. Und ja, darauf hatte ich gehofft, dass der trifft. So. Gut, wir sind wieder fast komplett geheilt. Health-Schrein, leider nicht sehr ergiebig. Fixer Blink. Mal schauen, ob hier oben was drauf ist. Ja, da oben ist was drauf. Das heißt, wir kommen da hoch. Das ist schön. Ups. Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Aber immerhin. Die Sache ist schneller erledigt, als man denkt. 450er Truhe. Guardian's Heart. Sehr schön. Wir bekommen einen temporären Schild. Und die andere ist noch ein Boxing Glove. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Bye bye Clayman. Das heißt, unser Teleporter ist irgendwo rechts. Ich könnte jetzt eigentlich noch den kurzen Umweg machen und mir die Items unten holen, dann muss ich nicht wieder zurückkommen. Außerdem könnte ich den Health-Schrein nochmal spielen, aber der ist... Oh, halt, Truhe für 400. Die hatte ich übersehen. Interessant, interessant. Was bist du denn? Gegen Gegner mit niedrigerem Leben immer kritische Treffer. Schön. Wirklich schön. So, krieg ich jetzt bitte noch die Kohle? Reicht leider nicht. Gut, dann muss ich jetzt eben noch schnell die Clayman da töten. Stirb, Clayman, stirb! Hopp. Ja. Das wäre der erste, das wäre dann auch gleich der zweite. Aus Spaß an der Freude einfach mal den Summerang reinfeuern. Noch ein Plasma Chain. Teleport-Tesser. Zu viel Minecraft in letzter Zeit. Vor allem die alten Packets oder die alten Modpacks. Und weil ich es kann, kill ich jetzt unterwegs beim Kiten noch den anderen Clayman. Oh, das war's. Und noch mehr HP up. Unser Guardian's Heart ist auch wieder da. Oder unser Schild. Oh, und hopp. Nochmal ein Roulette. Ich könnte jetzt eigentlich fast hier stehen und den ganzen Spaß tanken. Aber so weit lasse ich es nicht kommen. So.
Oh, ich habe mich jetzt, ich habe jetzt keinen Bock, mich mit den Viechern rumzuschlagen. Oh, ich wollte Talium, verdammt. Na gut, Timekeeper Secret. Jetzt habe ich die zwei unnützesten Items, die mir einfallen. Eine von meinen Drohnen liegt gleich flöten. Attack Drone. Ups. Truhe. Snake Eyes. Auch nicht so supi nützlich. Jedes Mal, wenn wir bei einem Schrein versagen, haben wir eine höhere Chance, oder wird unsere Chance größer, dass wir einen Crit landen. Aber ich glaube, unsere Crit-Chance ist schon recht hoch. Die zwei sind dann auch Geschichte. Da ist auch schon unser Teleporter. Oh ja, ich kann euch dann, nachdem wir den Teleporter gemacht haben, auch noch ein Secret zeigen. Rusty Knife Blade Dings. Sehr cool. Das ist eins der Items, die ich sehr gut finde. Wer ist denn unser Boss? Ah, Toxic Beast. Hallo Toxic Beast. Oh, komme ich dran vorbei? Ja. Ja. Toxic Beast ließe sich sogar für Health farmen. Einfach mal ein bisschen draufhalten. Das Ganze sollte sich ja gleich erledigen. Und das war's dann auch schon wieder von Toxic Beast. Noch ein Timekeeper Secret. Toll. Haben wir Drohnen verloren? Nein, haben wir nicht. Noch nicht. Ja, da ist noch eine Truhe. Und noch ein Claimen, unser Item aus der Truhe. Ah, toll, Life Savings. Wir bekommen Geld über Zeit. Bringt uns nicht viel. Ich glaube, alle 3 Sekunden einen Dollar irgendwie so. Wir haben eine Drohne verloren. Jetzt ist es soweit. Wir sind auf der nächsten Schwierigkeitsstufe. Unserer Laser Drone geht es aber noch gut. Das ist schön. Ukulele. Hey, hey. Wir verursachen jetzt auch noch Elektrikschaden oder elektrischen Schaden. So. Haben wir es jetzt bald mal? Ja. Timer ist auch was abgelaufen. Was gibt denn unser Roulette so her? Nope, 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 nope. Mo, na gut. Nehmen wir halt nochmal ein Rusty Jetpack. Einmal schön draufgeballert. Sommering reinfeuern. So, lag alles so ein bisschen. Und wir kiten. Und wir haben schon wieder eine Drohne verloren. Schöner Mist. So sollte das aussehen. Das wäre das. Und wir kriegen ganz viel Geld. Whee. Unsere Healing-Drohne zurückgekauft. Ja. So. Haben wir es bald mal? Yep, haben wir. Hervorragend. Und wir springen so mega hoch. Wie. Ja. Die letzten ein oder zwei Claimen. Einer. So, jetzt sind nur noch unten Gegner. Oben haben wir alles leergeräumt. Gut, dann schauen wir mal, was hier so alles rumschwirrt. Ein paar Elder. Ah, Elder und Claimen. Ja, das wäre das. Und
Das wäre soweit dann das. So. Ja, gut. Dann wäre der erledigt. Und der. Und der. So. Mission abgeschlossen. So, dann benutzen wir doch mal den Teleporter. Nope. Tun wir nicht. Ich hatte versprochen, euch das Easter Egg zu zeigen, wenn es da ist. Nein, ist es scheinbar nicht. Schade. Let's go to final level. 29 Minuten. Nicht schlecht. Summering ist auch wieder bereit. Auf geht's. Ich liebe das, sobald ich ins finale Level komme, fängt alles an zu hängen und zu laggen. Truhen überall. Ich werde mal versuchen, ob ich es hinbekomme, die Golden Gun freizuschalten. Dafür müsst ihr 20.000 Mäuse in eurem Account haben, sozusagen, also bei euch tragen. So, und so, so. Und jetzt schaue ich hier einfach mal zu, wie ganz schnell hier wieder Ruhe und Frieden herrscht gleich. Ein bisschen tanken. Das war das. Kümmere ich mich hier noch um die Claimen. Voll die Party. Da hat der Tether gegriffen. Plasma Chain. Zack. Wir sind schon auf bestem Weg, das 20.000er Ziel zu erreichen. All die Dinge, die uns heilen. Na los, ich will die zwei Klämmer noch erledigen, bevor ich weitergehe. Na geht doch. So, das wäre das. Und wisst ihr was? Ich gehe gerade wieder zurück und hole mir die Truhen. Die 20.000 sollten sich später recht einfach erreichen lassen. Das wäre Nummer 1. Noch ein 56 Leaf Clover. Und Nummer 2. Marble Brick. Nope. Blödes Use-Item. Kein Fan von. Letzte Truhe ist... noch ein Timekeeper Secret. Das wäre das dann soweit. Noch mal claimen. Gibt's da links irgendwas? Man kann ja mal nachschauen. Nope. So. Noch mal schnell das da reingebracht. Healing Drone tut schon wieder ihre Arbeit. Dann hauen wir doch mal ab in Richtung Boss oder finaler Boss. Wenn ich könnte, hätte ich gerne noch ein paar mehr Drohnen. Sprouting Egg. Rapidly heal outside of combat. Oh. Noch eine Truhe für 300. Ich meine, mein Gott, warum nicht? Item Fire Shield. Vergeltung bei hohem Schaden. Da haben wir noch einen Wandering Vagrant. Da haben wir noch eine 300er Truhe. Noch einmal Lens Marker, Maker's Glasses. Ich hatte gar nicht gecheckt, ob da unten jetzt eine goldene Truhe ist. Naja, das kann ich ja gleich immer noch machen.
Erstmal feuere ich hier den Summering rein. Und treffe alles, was ich treffen wollte. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt auch gleich unseren Vagrant gekillt. So. Und wir blinken jetzt nochmal darüber. Der hat Tatsache, goldene Truhe für 5000. Ich weiß, was wir gleich tun werden. Geld farmen und uns die goldene Truhe holen. Hup. So, Timer gestartet. Jetzt gibt es nochmal die Kohle direkt. Und wir warten. Wir warten am besten so, dass meine Gegner rankommen. Da haben wir schon mal ein paar Claimen. Ja, ausweichen. Alles hängt. Und das nochmal hinterher gefeuert. Das. Jetzt haben wir schon die ersten 1000. Ja. Wir sind auf der nächsten Schwierigkeitsstufe. ...1500 fast. Na los, komm, geh kaputt. Timer ist auch schon wieder abgelaufen. Das ging ein bisschen daneben. Ja, das war der eine. Wenn ich jetzt noch den Vagrant killen könnte, den kleinen da. Hopp. Springen. Das komische Axtding reingefeuert. Hopp. Jetzt haben wir schon die Hälfte. Und ich bewege mich jetzt schon mal in Richtung links. Sehr schön, da ist so ein goldener Container, das heißt, wir bekommen da eine Keycard. Wir schalten noch irgendwas frei, wenn wir alle 4 Stück davon finden. Hallo Handy. Nächster Container. Nochmal ein bisschen Kleingeld. Wir sind inzwischen auf 3000. Das reicht allerdings leider noch nicht. Aber wir können da unten, glaube ich, besser farmen. So, jetzt ist wieder irgendwas gespawnt. Ich weiß nur nicht was. Mal schauen. Immer noch nichts gespawnt. Ich bin enttäuscht. Nein, ich werde mir die 500er Truhe noch nicht kaufen. Das ist übrigens der Weg, wie man an die goldene Truhe kommt. So, seht ihr? Ganz einfach. Hier geht's hoch. Ja, hier scheint irgendwie nichts spawnen zu wollen. Ich bin ein wenig aufgeschmissen. Das heißt, wir machen eine extra Runde. Aber da unten sind ein paar Temple Guardians, die können wir platt machen. Oder Elders. Wie auch immer. Whee! Blink!
Na komm. Upsala. Das wäre der eine. Das wäre der andere. Jetzt sind wir schon auf 3500. Da haben wir noch so einen komischen Tempelfuzzi. Na, haben wir's? Ja, wir werden jetzt auch erledigt. Und bam! Ausweichen. So, das wäre der. Jetzt dürften wir auf 4000 kommen, glaube ich. Oh, hier kann man ja hochklettern. Das lässt sich super missbrauchen hier. Gefällt mir. Weiche ich noch mal ein Stück zurück und hau noch mal das da hinterher. Bam. So. Jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Ah. Jetzt wird es langsam interessant. Hallo Imp Overlord. Wir sind getethered. Dann konzentriere ich mich jetzt eher auf den Imp Overlord als auf alles andere, denn wir können vom Imp Overlord nicht nur Geld bekommen, sondern auch Items. Und der Imp Overlord ist ja nun wirklich nicht der schwerste Boss. Es ist halt einfach nur langwierig. Okay. Bitteschön, wenn du es unbedingt so haben willst. Dann feuern wir jetzt auch mal den Saumerang wieder da rein. Ja. Und. Ups. Sehr schön. Goodbye, Imp Overlord. Tough times. 15% weniger, 14% weniger Damage. Gucken, ob ich den komischen lila Wisp hier noch platt kriege. Ja, hervorragend. Blink. Schön. Und wir holen uns jetzt die goldene Truhe. Ich bin gespannt, was da drin ist diesmal. Bitte, 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 Brilliant Behemoth. Bitte. Das wäre so ausgesprochen cool. Wenn wir dann die goldene Truhe geöffnet haben, gehe ich in die Armory und dann hauen wir auch schon ab zum Boss. Ich habe keine Lust, heute groß drum rumzufummeln. Wir springen direkt in die Action. Mehr oder weniger jedenfalls. Und nur weil ich es kann, habe ich da jetzt nochmal die Axt reingehauen. Oh, wir sind jetzt gleich auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe. So, geschafft. Wir sind bei 6300, das heißt, wir können uns eigentlich
danach auch direkt noch die andere Truhe da kaufen. Aber zuerst hole ich mir die goldene. Und während ich laufe, kann ich euch auch ein bisschen kiten und den komischen Bankrun killen. So, auch wenn meine Drohnen so schon einen sehr guten Job damit tun. Ich glaube, ich bin an dem Seil vorbeigelaufen. Seil, ja, da. Oder der versteckten Leiter, wie auch immer. Hopp. Was bist du? Toll, Old Box. Ganz supi. Das war es wirklich nicht wert. Und unsere andere Truhe ist... Oh, okay. Harvester Sight, Critical Hits heal you. Ich glaube, wir sind jetzt fast komplett unverwundbar. Oder unkillbar. Ich trinke mal noch einen Schluck Kaffee. Sehr schön. Und runter hier, rüber da, tralali und tralala. Das dauert mir jetzt alles zu lange. Ich kürze jetzt ab. Oh. Jetzt bin ich enttäuscht. Den Sprung hätte ich schaffen müssen. Na, wenigstens das ging hier. Den noch schnell gekillt. Rüber gesprungen. So ein bisschen Kohle muss ich leider machen. Sonst kann ich die Truhen in der Armory nicht öffnen. Noch eine Keycard. Jetzt können wir in zwei Dinger reingehen. Oh. Falsche Richtung gezielt. Bisschen so ein Fail so. Aber ich habe trotzdem getroffen. Zur Armory müssen wir hoch. Geschafft. Wir sind oben. Können wir uns wieder darauf konzentrieren, den Vagrant zu killen. Truhe ist... Golden Bomb. Oder Money Bomb, oder wie auch immer. Kein tolles Use-Item. Verpulvert die Hälfte unseres Geldes für was auch immer. Eine 12er Truhe. Tough Times. Daran habe ich kein Interesse, daran habe ich kein Interesse, daran habe ich auch kein Interesse. Das hier oben ist die Armory. Ich stehe jetzt einfach hier und baller wild drauf los, kite ein bisschen. Was haben wir denn hier alles Schönes? Container, Container, Item, Container, Container. Embryo. Use-Item haben die Möglichkeit, den doppelten Effekt zu vollbringen. Interesting, interesting. Link. Das will ich haben. Noch ein 56 Leaf Clover. Ich muss wohl doch noch ein bisschen farmen. Ja, ich glaube, ich muss wirklich noch ein bisschen farmen. Ich will erst den da drüben killen. So. Jar of Souls. Interessanter Gedanke. Vier Vagrants, ist klar. Na gut, das sollte uns wenigstens die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten geben.
Und eventuell auch Items. Das war der erste Vagrant. Hup, springen. Zweiter Vagrant. Ja, ja, kommt genug Geld rein. Oh, die komische Axt reingefeuert. Und wir sind beim letzten Vagrant, dem mit Abstand allerdings auch stärksten oder lebendigsten. Jetzt wieder in die andere Richtung laufen, sonst kann ich schlecht kiten. So. So. Und gleich haben wir ihn. Yep. Monsterlock. Haben wir. Young Vagrants. Oh, okay, das ist doch was anderes. Ziemlich nochmal alles mit dem Samurai attackiert. Haben wir noch die Axt rein. Fallen den noch hinterher. Läuft bis jetzt alles ganz gut. Jetzt haben wir auch gleich genug Kohle, um uns so ziemlich alles zu leisten, was wir da noch wollen. Durch. Von den Heal-Items da drüben möchte ich leider nichts. Na gut, was heißt leider? Das ist halt so. Nochmal Rapid Mitosis. Oh, Cooldown reduziert. Das gefällt mir. Upsala, da wollte ich aber jetzt gerade nicht hin. Das wollte ich gerade machen. Ja, hervorragend. Ja. Und so schnell geht das mit dem Wiederheilen. Shit. Schon wieder in die falsche Richtung gezielt. Der Grund, warum ich die ganze Zeit daneben schieße, ist der, die Huntress zielt von selbst. Ah, 56 Leaf Clover in Aktion. Barbed Wire. Gegner, die uns zu nahe kommen, bekommen Schaden. Ja. Wir haben eine Drohne verloren. Wir haben eine Drohne wieder. Und das war das. Ja. Jetzt gehen wir uns hier noch die Random Items holen. Zack. Und zack. Wir bekommen einen Warbanner und einen Marble Brick. Das Geld hätte ich mir sparen können. Sorry. So, dann gehen wir doch mal in Storage und Armory, würde ich sagen. Kloink. Hier bekommen wir Headstumpers. Kein Supi-Item. Hier bekommen wir Barbed Wire. Akzeptables Item. Ich will noch den Container hier, bitte. Danke. Oh, das war einer von den Young Vagrants. Noch ein Container. Große Truhe. Bleaching Seed. Ups. Und Disposable Rocket Launcher. Nö, ich bleib beim Somerang. Noch mehr Container. Upsala. Ist die Drohne da unten mir? Scheint so. Und nochmal ein Rusty Blade. Gefällt mir. Upsala. Achso, hier.
Jetzt machen wir doch noch mal ein bisschen Party. Das war das. Das war das. Hey, dritte Keycard. Ukulele. Noch eine. Noch mehr Elektroschaden, Damage, Gedöns. So, das waren dann so ziemlich alle Gegner. Also, jedenfalls hier oben gerade so. Upsala. Auf in die Armory, da noch ein bisschen Zeug einsacken. Vielleicht bekomme ich ja sowas wie Air-to-Ground Missile Mark 1 oder 2. Hoffentlich Air Mark 2. Und dann bin ich soweit eigentlich auch schon happy. Ach ja. Tausender Truhe. Minenteppich, nein. Rustling Fungus, auch eher nein. Das war nichts. Und ja, die Dinger können trotzdem preisleer sein. So. Ah, Container. Auch noch mitnehmen. Ich will da hoch, bitte. Ey, geht doch. Das da können wir uns in den Bossraum teleportieren. Das da können wir uns kaufen. Energy Cell. Wir greifen schneller an, wenn wir auf niedrigerer Health sind. Und noch ein Disposable Rocket Launcher. Ey, aber das sind zwei Truhen, wie es aussieht. Also, warum nicht? Können wir nochmal schnell zwei Gegner. Wii-u. Das, 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 das. So, und den hinterher. Das war der eine. Keine so wirklich dicke, fette Ausbeute irgendwie. Na gut, wenigstens spawnen noch mehr davon. Lieb wird. Ah, ein Scavenger. Hallo Scavenger. Das stört mich nicht im geringsten mit dem Scavenger. Das gefällt mir sogar ganz gut. Der Scavenger ist nämlich auch gleich Geschichte. Spätestens wenn mein Rusty Blade, mein Summering wieder bereit ist. Und dem Ding da wollen wir ausweichen. Bam. Summering reingefeuert. Das war das. Young Vagrant. Jetzt sind wir auch gleich unseren Scavenger los. Hopp. Und bye bye Scavenger. Nochmal ein Fire Shield. Young Vagrant. Ja, jetzt können wir uns auch die andere Truhe da leisten. Und während wir da hinlaufen, kümmere ich mich nochmal um unseren fliegenden Begleiter. Und wir bekommen nochmal so einen komischen Bombenteppich. Na supi. Zeitverschwendung. Also gut. Aber wir haben ja noch eine Keycard, wenn ich richtig liege. Ja, wir haben noch eine. Fragen über Fragen. Upsala. Dann erstmal so. So. Gehen wir doch mal in die Cabin. Cabin sind noch mehr Truhen, hoffe ich. Goldhof, wir sind schneller.
Nova ist mir auch sehr sympathisch. Nehmen wir auch mit. Bonusschaden gegen sehr gesunde Monster. Da drüben gibt es noch einen Goldhoff. Die Truhe können wir uns wegteleportieren. Ich will nochmal den Goldhoff, bitte. Wir können jede Geschwindigkeit gebrauchen, die wir bekommen können. Achso, nicht genug Kohle. Okay. Das war der doppelte Effekt. Hey, cool. Bam. Gefällt mir sehr gut. So. Jetzt sollten wir gleich unsere 300 haben. Die da können nichts gegen mich tun. Jetzt haben wir unsere 300 beisammen. Oder sollten es zumindest gleich haben. Ja. Ich habe noch den Container hier. So. Den alten Wisp noch gekillt. So. Aber jetzt zeige ich euch noch was anderes. Ups, daneben. Nochmal. Voilà. Ah. Nicht schnell genug. Es ist leider nicht ganz so einfach, dahin zu kommen. Immer noch nicht. Ein oder zweimal versuche ich es noch und dann mache ich weiter auf den Weg. Oh, schon wieder der doppelte Effekt. Cool. Kümmern wir uns mal hier um die Party. Ah, die vierte Keycard. Und wir haben ein neues Item freigeschaltet. Und wir haben noch ein Item gefunden. Sehr schön. Ich habe schon wieder eine Drohne verloren. Oh, das war das alles. Upsala. Ah, geschafft. Okay, hier das kleine Easter Egg, was ich sehr cool finde. Voll am Chillen. Fand ich sehr witzig, als ich das erste Mal entdeckt habe. Und um wieder hochzukommen. Weeps. Respawn. Truhe. Mörser. Ach, weil wir es können. Können wir einfach mal eine Runde. Achso. Können wir nicht. Okay, vergesst es. Haha. Und da wir jetzt auch noch die letzte Keycard haben, würde ich sagen, machen wir es einfach und gehen auch noch in die Medical Bay. Dann haben wir es alles hinter uns. Crowbar. Okay, Crowbar. Monster Tooth ist für uns nicht interessant. Lensmaker's Glass ist dann doch eher. So. Bevor ich es vergesse. Diese Dinger hier in der Wand könnt ihr öffnen. Davon gibt es mehrere. Und wenn ihr Glück habt, können da auch Items drin sein. Das können wir uns auf die Brücke teleportieren. Das ist nochmal ein Heal. Was bist denn du, Feines? Ah, erhöhter Damage und erhöhte Geschwindigkeit für 8 Sekunden. Ich bleibe beim Sommerang. So. Hallo Imp Overlord. Ich habe hier gar nicht gesehen.
dann killen wir doch mal schnell den Imp Overlord. Ah, ich brauche nicht mal irgendwas zu machen. Ich kann einfach nur hier stehen bleiben und drauf losballern. Und gleich ist die Sache wieder erledigt. Bum, 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 bum. Finito. Rusty Blade. Gefällt mir. Jetzt haben wir auch genug Kohle, um uns die andere Drohne wieder zurückzukaufen. Wenn ich schon gerade hier stehe, kriege ich auch noch einen Whistler. Oder lieber den hier. Das ist die Champion-Variante. So schön schwierig, Kommentar bei solchen Strecken zu bringen. Okay, ich glaube, jetzt wird mir die Party hier doch ein bisschen zu groß, oder? Ja. Also ziehen wir uns jetzt einfach hier drüben. Ui, das hat mich jetzt aber alle meine Drohnen gekostet gerade. Also, bisschen kiten, bisschen Geld verdienen, Drohnen kaufen. Können die mich hier treffen? Scheint nicht so. 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 Das war noch einer. Das war noch einer. Schneiden wir das noch mit rein und kümmern uns um den Einclaimen. So, das war der Clayman. Ups, wir können sie nicht wieder treffen. Wie es scheint. Ja, die letzten zwei ihrer Art. Wir haben gleich 1000 Leben überschritten. Nehmen wir nochmal das mit rein. So. Das. Und... oh, schon wieder ein Clayman auf Abwägen hier. So. Gleich haben wir auch die letzten zwei Wisps erledigt. Ah, falscher Knopf. So, nochmal das mit rein. So. Weil ich es kann, laufe ich ihn jetzt einfach schon mal entgegen. Das war das. Das. Weil ich es kann, feuere ich jetzt einfach nochmal den Summering hinterher. Kloink. Das und das. Damit wäre die Sache dann auch gebacken. Und wir haben 1000 Leben über. Yay! Hier gibt es jetzt noch eine Drohne. Das bist du. Angriffsdrohne. Und das letzte Tor. Gut. Ja, das ist jetzt doch ein bisschen sehr füllig hier. Ach komm, hoffen wir doch noch die Mysterious Vial hier. Timer ist gleich abgelaufen. Und die Türen öffnen sich. Whee! So. Machen wir mal den einen Champion dann noch platt in der Hoffnung auf ein Item. Kein Item, aber dennoch. Wir haben jetzt 6000, damit dürfen wir nochmal die eine oder andere Drohne reparieren können im Bossfight. So, Sprung.
Na gut, öffnen wir zuerst die Truhe. Heal-Item. Nope. Nope. Nope, 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 nope. All my nope. Und wir öffnen oder starten, drücken die Konsole. Bulwark of the Week. Ach nee, erst kommt Gilded Worms, ne? Oder? Nee, Bulwark. Ja. Hello, Providence. Zweiten Summering reinbekommen. Ja. Läuft doch bis jetzt ganz gut. Schauen wir mal, ob wir ihn hier hochbekommen hier. Wir müssen jetzt noch in den Schild aktiv. Und wir haben unsere erste Drohne verloren. Fucking Schild. Jetzt leg ihn endlich ab. Ah, er ist der Schild los. Dann komm mal hier rüber hier. Ja. Und genau deswegen habe ich ihn hier hochgewollt. Ah, shit. Komm runter, komm runter, komm runter. Yeah. Bam, Summering. Können wir uns leider nicht mehr zurückkaufen. War allerdings auch nur die Heal Drone. Also nur in Anführungsstrichen. Es ist wieder Shield Time. Oh, das saß auch. Das ist hier schon wieder los. Einmal springen. Noch einmal springen. Und die nächste Drohne flöten gegangen. Verdammter Mist. Aber wir haben ihn getethert. Oh. Jetzt haben wir Providence gleich erledigt. Mistkerl, meine schönen Drohnen. Summering reingefeuert. Nochmal. Sehr gut. Oh. Bye bye, Bulwark. Dings. Wie auch immer. Hervorragend. Na, wo seid ihr? Yep. Gut. Das funktioniert doch soweit recht. Recht in Ordnung. Oh yeah. Das war jetzt aber ein Haufen Summering. Hey. Schön. Gut. Vorsicht, Laser. Und der ganze Bleed. Oh yeah. Die reine Freude. Das war der erste Gilded Worms. Und hier haben wir jetzt auch gleich den zweiten. Ah, der süße Damage. Hervorragend. Das ging dann wohl. Na komm her, Providence. Summering, komm zurück. Yeah.
Sorry, wenn mein Kommentar gerade sehr stockend ist, aber ich tue mein Bestes, um hier nicht vollkommen zu versagen. Denn auch wenn es einfach aussieht, wenn euch beispielsweise die Looper, die lila Kringel erwischen, die ihr da die ganze Zeit spawnt, dann seid ihr runter auf 1 HP, egal was ihr habt. Interessant. Warbanner. Utsch. Und jetzt fängt er auch noch mit seinem Schattenfuzzi an. Na, ganz toll. Zurück ins Warbanner. Höhere Attack Speed. Außerdem haben wir gerade Hermit Scarf freigeschaltet. Shit. Yeah. Oh, die Truhe ist wieder voll. Interessant. Ich dachte, die bleibt leer. Snow Globe. Nope. Na gut, jetzt habe ich es gesehen. Schildmodus und auch noch die Schattenvariante. Na, ganz toll. Der saß wenigstens. Sommerang? Komm, Sommerang, komm, Sommerang. Yes! Das traf beides. Das ebenso. Meine Drohnen immer noch schön brav am Angreifen. Das war dann soweit wieder der Schatten. Ja, das war mir das Opfer auch wert. Jetzt kraxel ich hoch zur Mad Bay. Die Mad Bay heilt auch eure Drohnen. Hallo Providence. Das und das. Ja. Blinken wir nochmal hier rüber. Und jetzt war Providence auch gleich Geschichte. Bei Providence. Runde gewonnen. Finito. Andy Banani. Bam. Ja. Ich hoffe, euch hat die Episode von Risk of Rain gefallen. Auch wenn mein Kommentar am Schluss scheiße war. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen sehr fertig, weil das geht auf die Augen, auf die Hände, auf die Konzentration und auf die Stimmbänder. Sorry. Ach. Drücken wir mal das Outro-Gedöns weg. Hallo, Outro-Gedöns. Wegdrücken. Escape? Escape. Freigeschaltet. Hermit Scarf und irgend so ein Ring. Wir hatten diesmal die höchste Anzahl an verschiedenen Items. Und die meisten Käufe. Cool. Unser erster Sieg mit der Huntress. Sehr schön. Also, dann jetzt nochmal zur Verabschiedung. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ansatzweise, nur ansatzweise so viel Spaß wie ich. Mindestens. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich wieder nächstes Mal. Und wie immer von Barcade. Bye.